Abend. Also, wie ihr sicher mitgekriegt habt, ist vor 2 Wochen ungefähr das Safe Harbor Abkommen gekippt worden. Ich fand das sehr interessant, auch weil ich vor einer Weile schon mal einen Vortrag zu Safe Harbor gemacht habe. Wollte ich dann jetzt quasi daran anschließen und ein bisschen erzählen, was die Hintergründe davon sind, dass das gekippt wurde und was die Konsequenzen daraus sind. Und ich habe keine Folien, weil ich beim letzten Mal herausgefunden habe, dass das ein Thema ist, wo man entweder alles auf die Folien setzt oder gar nichts. Und ich das jetzt mal mit gar nichts probieren wollte. So, also ich fange mal an mit dem normalen Disclaimer. Das hier ist juristisches Zeug. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Jurist. Ich habe versucht, alles so richtig, wie es mir möglich ist, zu machen. Aber es sind viele Dinge halt zusammengefasst und viele, viele, viele Dinge wurden aus dem Englischen übersetzt, und zwar von mir. Das heißt, ob das jetzt alles die richtigen Begriffe sind, kann ich nicht garantieren. Und ja, genau, bitte nicht mich dafür teeren und federn, wenn was falsch ist. Gut, dann fange ich mal an mit dem ersten Teil. Erstmal will ich was über die Hintergründe erzählen und deswegen wiederhole ich nochmal, was ist jetzt eigentlich nochmal Safe Harbor gewesen? Ja, genau, deswegen müssen wir nochmal in die 90er gehen. Damals wurde 1995 wurde für die Europäische Union eine gemeinsame Datenschutzrichtlinie festgelegt und ja, genau. Und dann wurde aber auch gleichzeitig entschieden, wenn Daten in ein Drittland übertragen werden sollten, muss dieses Drittland eben ein angemessenes Schutzniveau auf dem Niveau von diesen Datenschutzrichtlinien leisten. So, wenn aber kein angemessenes Schutzniveau von diesem Land gewährleistet wird, dürfen eben auch keine Daten, keine personenbezogenen Daten dorthin transferiert werden. Das ist blöd, weil die USA unter anderem eben dieses Niveau nicht gewährleisten. Also gibt es die Möglichkeit, über Abkommen durch so ein Schutzniveau für genau die Daten zu gewährleisten. Und das war das Safe Harbor Abkommen. Das wurde im Jahr 2000 von der Europäischen Kommission für gültig erklärt. Was ist das Safe Harbor Framework nochmal? Das Safe Harbor Framework, es besteht aus 7 Privacy Principles und 15 Frequently Asked Questions. So, die Privacy Principles sind Notice, also die Leute müssen darüber informiert werden, zu welchem Zweck die Daten gesammelt werden. Sie müssen darüber informiert werden, an wen sie sich wenden, was ihre Daten betrifft. Und sie müssen darüber informiert werden, mit wem alles ihre Daten geteilt werden. Dann das zweite ist Choice. Wenn die Daten an Dritte weitergegeben werden sollen oder für einen anderen Zweck als den ursprünglich angegebenen, dann gibt es für nicht sensible Daten einen Opt-out-Mechanismus, also dass man sagt, dass man nicht will, dass sie übertragen werden, und für sensible Daten einen expliziten Opt-in-Mechanismus, also dass man zustimmen muss, dass sie übertragen werden. So, dann gibt es Onward Transfer. Wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, muss sichergegangen werden, dass diese Dritte entweder den EU-Datenschutzrichtlinien entsprechen oder dass sie selber dem Safe Harbor Framework angehören oder dass sie äquivalent dazu sind. Und dann Security, das heißt, die Daten müssen vor Verlust, Missbrauch, unberechtigten Zugriff und so weiter geschützt werden. Data Integrity, die Daten müssen für den Zweck, für den sie erhoben werden, relevant sein. Und die Daten müssen zuverlässig, korrekt, komplett und aktuell sein. Access bedeutet, dass ich als Person, von der Daten gespeichert wurde, Zugang zu den Daten hat, also sehen kann, ob die Daten korrekt sind und sie gegebenenfalls ändern oder löschen kann. So, Enforcement. Es müssen für mich zugängliche und bezahlbare Einrichtungen existieren, die meine Beschwerden oder Streitigkeiten untersuchen und die mir Entschädigung leisten, falls die anderen Regeln nicht befolgt wurden. Es müssen auch Kontrollmechanismen geben, damit das Safe Harbor Framework umgesetzt wird. Und es müssen Verpflichtungen zur Umsetzung geben, und falls eine Firma angibt, dass sie die Safe Harbor Principles befolgt, aber es nicht tut, muss es auch strafen. So, die 15 Frequently Asked Questions, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen. Das sind einfach offensichtliche Fragen, die sich stellen, wenn man diese Privacy Principles liest, und die sind als Erweiterung zu denen gedacht.
Die betreffen unter anderem sensible Daten. Gibt es Fälle, in denen der Opt-in nicht nötig ist? Ja, gibt es. Dann, wie steht es eigentlich mit dem Journalismus? Steht die Pressefreiheit über den Safe Harbor Framework? Soweit ich das verstanden habe, ja. Und dann, wie funktioniert eigentlich diese berühmte Selbstzertifizierung? Wie wird die Verifizierung gemacht? Die kann ich entweder in-house machen, ich kann sie auch extern machen lassen. Was ist eigentlich mit dem Access? Komme ich immer an meine Daten? Nein, tue ich nicht. Wenn es unverhältnismäßig für die Organisation ist, sie mir zu geben, kriege ich keinen Zugang. Wenn nicht vertrauliche Informationen von vertraulichen Informationen getrennt werden können, dann kriege ich auch keinen Zugang beispielsweise. Dann Choice, wie ist das eigentlich mit dem Opt-out? Kann ich den jederzeit machen? Ja, aber wenn es praktikabel ist. So gut, wie bereits erwähnt, ist das eine freiwillige Selbstzertifizierung. Da schreibt man dann dem US Department of Commerce einen Brief, wo drin steht, ja, wer bin ich eigentlich, was habe ich mit den Daten vor, wie sehen meine Datenschutzrichtlinien aus. Dann sagen die, okay, gut, schreiben wir dich in die Liste rein, der Brief und der Eintrag in die Liste werden dann veröffentlicht. Und das muss halt einmal im Jahr gemacht werden, ansonsten werde ich von der Liste runtergenommen. So, die Kontrollinstanz ist die US Federal Trade Commission. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber die soll wohl in letzter Zeit dann doch ein bisschen aktiver geworden sein. Und das alles wurde dann von der EU-Kommission im Jahr 2000 für okay befunden. So, fast forward ins Jahr 2013. Das haben wir alle mitgekriegt. Da gab es eine ganze tolle Veröffentlichung, unter anderem zu dem PRISM-Programm. Das ja die angebliche Kooperation von US-amerikanischen Internetfirmen mit der NSA und dem FBI bzw. dem GCHQ geleakt hat. Dabei wird wohl anscheinend Zugang zu den Nutzerdaten von nicht-US-amerikanischen Nutzern bzw. US-amerikanischen Nutzern, die in Kommunikation mit Nicht-US-Amerikanern stehen, den Geheimdiensten zur Verfügung gestellt, unter anderem Audio- und Videochats, Videos, Fotografien, E-Mails, Dokumentübertragung, Verbindungsdaten, soziale Netzwerkdaten. Und das waren dann anscheinend solche Firmen wie Microsoft, Google, Facebook, Feldwerk, AOL, Skype, YouTube und Apple. Genau, das gehen wir mal zurück nach Europa. Da war dann der Datenschützer Max Schrems, hat die Datenschutzorganisation Europe vs. Facebook gegründet. Der Name ist relativ selbsterklärend. Jedenfalls haben die dann im Juni 2013 Beschwerde eingelegt wegen dem PRISM-Programm gegen Apple und Facebook in Irland. Also sie mussten Beschwerde in dem EU-Land einlegen, wo die jeweilige Tochterfirma residiert. Die Beschwerde gegen Facebook hat Max Schrems persönlich eingereicht. Dann weitere Beschwerden waren gegen Skype und Microsoft in Luxemburg und gegen Yahoo in Deutschland. Die Resultate davon waren, in Deutschland läuft das Verfahren noch. In Luxemburg wurde die Beschwerde bearbeitet, es wurde irgendwie zugegeben, ja, wenn PRISM existieren würde, wäre das ja schon irgendwie illegal, aber es wurde ja alles debattiert, also ist das schon irgendwie okay, so lasst uns in Ruhe. Und in Irland wurde gesagt, ja, also PRISM, das ist ja nicht illegal, das ist ja eine wahnwitzige Behauptung, dass es das wäre und deswegen müssen wir die Beschwerde nicht bearbeiten. So, dagegen wurde dann Klage eingereicht. So, und genau ging es darum, dass eben die Datenschutzbehörde dazu gebracht werden sollte, ihre Arbeit zu machen, nämlich die Übermittlung von den personenbezogenen Daten von Max Schrems aus Irland in die USA zu verhindern. So, wieder ein Fast-Forward, 2 Jahre später, am 6. Oktober, ist es gekippt worden. Das Safe Harbor Framework wurde für ungültig erklärt. Warum? Weil einerseits es keine wirksamen Kontrollmechanismen gibt
und andererseits unbeschränkten Zugang zu den Daten erlaubt. Und deswegen bietet es einfach keinen angemessenen Schutz und damit ist die Entscheidung der Kommission für ungültig erklärt worden. Darauf haben jetzt ganz viele Leute reagiert. Ich habe jetzt in meiner tollen Zusammenfassung mal einfach die wichtigsten Leute rausgenommen. Das US Secretary of Commerce, oder die US Secretary of Commerce, Penny Pritzker, ist deeply disappointed. Die Entscheidung ist natürlich katastrophal. Sie schafft significant uncertainty for both US and EU companies and consumers. Und sie bringt natürlich die großartige transatlantische digitale Ökonomie in Gefahr. Alles ganz schlimm und wir brauchen dringend ein Update des Safe Harbor Frameworks. So, Europe versus Facebook bzw. Max Schrems freuen sich über das Urteil. Das unterstreicht, dass die Massenüberwachung eben eine Grundrechtsverletzung ist, dass die US-Firmen dabei nicht behilflich sein dürfen. Es möglich sein muss, rechtlich dagegen vorzugehen. Und es Signale setzt für den Umgang mit vergleichbarer Überwachung durch EU-Mitgliedstaaten, wer das wohl sein wird. Jedenfalls, die EU-Kommission hat sich auch gemeldet. Die haben jetzt gesagt, okay, das bestätigt unsere Bemühungen, die wir ja schon mal hatten, das Safe Harbor Framework neu zu verhandeln. Und die Prioritäten sind jetzt erstmal, die personenbezogenen Daten, die übertragen werden, zu schützen, den Datenfluss weiter fließen zu lassen die Verhandlungen mit den, die europäischen Datenschutzbehörden dazu zu bringen, eine koordinierte Antwort auf das Ganze zu bringen. Und jetzt kann man sich ja fragen, was ist jetzt ja eigentlich? Irgendwie ist die Welt noch nicht zusammengebrochen, warum? Es gibt Alternativen zu dem Safe Harbor Framework, aktuelle Alternativen. Da haben wir einmal die EU-Standardvertragsklauseln, das sind Standardverträge, die von der EU vorgeschlagen wurden. Die kann man dann übernehmen und ergänzen, aber sie dürfen inhaltlich nicht verändert werden. Und damit hat man dann relativ rasch einen Vertrag stehen, der eben genau dieses angemessene Schutzniveau bietet. Davon gibt es drei Fassungen. Es gibt einmal den Standardvertrag aus dem Jahr 2001, eine angepasste Version aus dem Jahr 2004 und dann extra für Auftragsverarbeitung noch eine aus dem Jahr 2010. Eine andere Alternative sind die Binding Corporate Rules. Das ist ein Regelwerk, das sich eine Unternehmensgruppe setzen kann. Die müssen bestimmte Dinge haben, nämlich einmal Datenschutzrichtlinien, offensichtlich. Sie brauchen, was ich jetzt mal übersetzt habe, Wirksamkeitswerkzeuge. Also Werkzeuge, die eben genau diese Datenschutzrichtlinien umsetzen, Audits, Schulungen von Mitarbeitern und so weiter und so weiter. Und dann noch ein Beweis dafür, dass diese Regeln auch rechtskräftig sind. So, die werden dann verifiziert von die werden dann verifiziert von stellvertretenden Datenschutzbehörden, sodass nicht alle Mitgliedstaaten einmal einzelnes kontrollieren müssen, sondern die bestimmen eine Datenschutzbehörde oder mehrere, wenn ich es richtig verstanden habe, die das einmal kontrollieren und alle anderen sagen dann, okay, dann passt es. So. Das Problem ist aber, diese Datentransfers, also diese Datenschutzrichtlinien, gelten nur für den Datentransfer innerhalb der Unternehmensgruppe. Der ist damit abgedeckt, aber dann auf Basis von diesen Regeln kann eben kein Datentransfer außerhalb der Unternehmensgruppe gemacht werden. So, also haben wir zwei Alternativen, die Standardvertragsklauseln, die Binding Corporate Rules, aber die Datenschutzrichtlinien von 1995 bieten auch noch Ausnahmen, nämlich einmal das zweifelfreie Einverständnis der Person. Also wenn ihr explizit gefragt werdet, ist es okay, dass eure Daten in den USA verarbeitet werden und ihr sagt ja, dann seid ihr euch des Risikos bewusst und damit ist das dann auch okay. Der zweite Punkt ist, wenn eure Daten transferiert werden müssen, um einen Vertrag zu erfüllen, den entweder ihr und mit dem Datenverarbeiter geschlossen habt, oder der Datenverarbeiter für euch mit einem Dritten. So, dann gibt es noch das wichtige öffentliche Interesse, das eine Ausnahme bildet. Und
lebenswichtiges persönliches Interesse und dann noch die öffentlichen Register, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das sein soll. Das ist irgendwie öffentliche Register, die für die Information der Öffentlichkeit gedacht sind oder Register, die allen mit berechtigtem Interesse offenstehen. Wenn die Informationen aus denen kommen, ist es auch eine Ausnahme. So, und jetzt als letztes noch, wie ich schon mal gesagt hatte, waren schon mal Überlegungen da, das Safe Harbor Framework anzupassen. Unter dem tollen Titel Making Safe Harbor Safer findet man das dann. Das wurde kurz nach den Pürsum-Enthüllungen vorgeschlagen von der EU-Kommission. Einerseits wird da vorgeschlagen, doch für mehr Transparenz zu sorgen, einen einfachen Zugang und mehr Einsicht in die Arbeit von den Providern von Alternative Dispute Resolution. Das scheint so eine Art System zu sein wie Mediation, also auf einem Betriebsniveau, ich weiß auch nicht, was das genau ist, und mehr Kontrolle. Außerdem den Zugang zu Daten für staatliche Behörden einschränken und transparenter machen, was diese Stellen abholen, wenn sie sich was abholen. Und seit 2013 gibt es diese Verhandlungen und es sind wohl tatsächlich schon Deadlines in 2014 und 2015 ohne Ergebnis verstrichen. Vielleicht reihen sie sich jetzt. Ja, das war mein Vortrag. Wie gesagt, ich lade alles noch hoch. Da stehen jede Menge Links, das könnt ihr euch alles durchlesen. Es ist auch ein relativ gutes Webinar dabei. Und ja, genau, das wäre es von mir.